Ja, hallo und willkommen hier zur vierten Folge City Skylines 2 auf meinem Kanal. Ja, in der letzten Folge haben wir ja uns um die Industrie gekümmert. Wir haben einen ordentlichen Einwohnerboost bekommen. Wir steigen immer noch mit 260 pro Stunde. Ist auf jeden Fall ganz cool. Wir haben die ersten großen oder dicht besiedelten Wohnhäuser in unserer Stadt. Ich habe jetzt noch mal ein ganz kleines bisschen hier die Ecke schon mal weitergebaut und habe auch hier drüben noch mal ein paar Wohnhäuser hinzugefügt. Nichts Dramatisches war jetzt in 2 Minuten erledigt der Fall. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Wir brauchen Industrie, wir brauchen Wohngebiete, das Übliche. Und da wollen wir uns direkt anschließen. Wir gucken jetzt mal, was unsere Produktion macht. Getreide ist schon wieder runtergegangen. Der Überschuss, das ist natürlich nicht so schön. Wir werden aber mal gucken, was wurde uns wieder was Neues freigeschalten. Ja, der Textilfaseranbau. Und ich würde sagen, mit dem machen wir hier auch direkt weiter. Wir haben ja hier unsere schöne landwirtschaftlich genutzte Fläche. Die würde ich glatt so erstmal ziehen, den Feldweg. So. Dann gehen wir mal hier hin. Dann haben wir hier einmal das. Und dann würde ich hier aber auch noch einmal Nutztiere hinsetzen. Obwohl, das ist ein bisschen zu nah dran. Die Nutztiere würde ich dann hier hinsetzen. Gut, ach Mann. So, jetzt. Gut, dann Nutztiere. Die sollen halt hier die Ecke so ein bisschen noch ausfüllen. So. So passt das. Das ist jetzt hier eine kleinere Firma. Das passt aber. Gut, dann. Ihr. Einmal hier schön ordentlich ausfüllen. Machen wir mal bis hier. So. So und daran. So, auch das sollte dann recht gut funktionieren. Wir haben jetzt hier ja ordentlich Bedarf. Probleme sind halt wieder die Arbeitskräfte, aber auch dem entgegen wirken wir einfach entgegen, indem wir hier ein bisschen freischalten. Ich würde auch jetzt hier drüben mit Bussen weitermachen. Um das einfach anzubinden. Machen wir mal hier so. Dann hier so. Einmal darum. Darum. Hier lang. Und dann hier zurück. Haben wir hier noch einen freien Steg? Ja. So, wo wollen wir hin? Wir wollen hier lang. Dann wollen wir hier lang. Hier lang. Da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Hier wieder zurück. Da können wir ruhig. Ja, doch, halten wir hier nochmal an. Halten dann da an und fahren dann hier zurück. Hier hin. So, dann ist das die nächste Route. Wie viele. Ah, die Nutzung unserer Routen ist bis jetzt noch nicht so wirklich dolle. Aber ich meine immerhin ein bisschen. Und so viele Einwohner muss man ja auch sagen, haben wir ja auch noch nicht. So, warum werden die jetzt hier alle verlassen? Das finde ich nicht so dolle. Finde ich nicht so schön. Die brauchen wir. Gut, dann würde ich sagen, schalten wir jetzt hier mal die nächsten Quadrate frei. Um dann hier direkt auch weitermachen zu können.
unserer Siedlung. Halt. So, jetzt können wir die Straße einmal hier lang ziehen und dann ziehen wir die einmal hier wieder so runter. Ihr kriegt hier auch eine dicke Straße. Dann ziehen wir die nämlich hier gleich durch. Ich denke, das macht am meisten Sinn. So, genau dann. Die hier ran. Das reißen wir hier nochmal ab. Und hier ziehen wir nochmal eine oder zwei Stiche nach oben. So. Sehr schön, dann können wir das jetzt hier einmal ausmalen. Mit jede Menge dünn besiedelten Wohngebieten. Sehr gut, dann ziehen wir das hier auch nochmal weiter. Die hier auch. Dann würde ich sogar hier in dem Bereich hier oben nochmal ein bisschen Industrie ansiedeln, sobald wir wieder Nachfrage bekommen. Und hier vorne machen wir nochmal Wohngebiete hin. So, ja, das ziehen wir hier durch. Dann ist das auch erstmal in Ordnung. So, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann das hier entstehen? Und erstmal vernünftig wachsen hier das Gebiet. Genau, da kommen jetzt erstmal wieder ordentlich Bevölkerung dazu. Wir wachsen immer noch mit ordentlich Anzahl. Das war leider nicht mehr so viel wie noch am Anfang der Folge oder am Anfang der letzten Folge, weiß ich gerade gar nicht. Aber ich denke mal, das sollte sich auf jeden Fall geben. Wir haben ja jetzt hier eine gute Bildung mittlerweile. Wie sieht denn das jetzt hier aus? Wo ist denn unser... Wir werden jetzt hier mal das College freischalten. Wir gehen jetzt mal auf Bildung. Dann schalten wir jetzt mal das College frei und bauen das jetzt auch direkt. Das würde ich auch sogar hier in den Bereich bauen. Was sind das hier für Häuser? So, die kommen weg. Hier kommt das College hin. Genau. Ich denke, das macht Sinn. Und entsteht jetzt mittlere Nachfrage auch wieder neu. Das ist ja nicht schlimm. Das können wir ja direkt wieder bauen. Aber dadurch haben wir jetzt erstmal auf jeden Fall ein College. Wir verbessern unsere Bildung wieder. Und genau, das ist doch durchaus sinnvoll, wenn wir da zeitnah auch dran sind, hinterherhängen, um hier vernünftig einen Abschluss zu machen. So, dann machen wir hier direkt mal eine Bibliothek ran. Nee, eine reicht, sagt unser Gewinn. Es sieht einfach immer böse aus, es ist schlimm, schlimm, schlimm. Gut, aber es geht jetzt erstmal wieder nur rein um Masse an Bevölkerung.
Wenn ich überlege, also privat in dem Spielstand, das hatte ich, ich glaube, bis kurz vor Stufe 9, dann war ich das, seitdem bin ich jetzt komplett im Plus. Und das war halt wirklich einfach pushen, Bevölkerung pushen, Bevölkerung pushen, Bevölkerung pushen. Recht schnell die Meilensteine hinter sich bringen, um dann Stufe 8 zu bekommen, um dann eine große Bewohner zu bekommen. Irgendwann ging es dann los, dass Bürogebiete Nachfrage kam. Und dann ab dem Zeitpunkt konnte man wirklich sagen, dass ab jetzt da dann quasi die angespannte Situation vorbei war. Aber das bis dahin zu kommen, das war auf jeden Fall erstmal eine schwierige Angelegenheit. Man braucht wirklich viele, viele, viele Bewohner oder viele, viele, viele Einfamilienhäuser. Die reißt man dann mittlerweile mit der Zeit dann wieder ab. Und ja, setzt sie dann quasi durch ihre höhere Dichte, ganz hohe Dichte, dann irgendwann kommen ja die Wolkenkratzer. Das ist dann schon, es macht einen ordentlichen Unterschied. Das ist echt, hätte ich nicht gedacht, so in der Form. So, College und Zug. Okay. Na dann, nimmt er auch dran teil. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der hier anhält. Hier überhaupt einer anhält, aber irgendeine Linie hat hier auf jeden Fall. Hält hier an. Gucken wir einfach mal. Und dann gucken wir mal, dass hier auch die Schüler sich ansteigen, weil wir haben ja Zugangsberechtigte, haben wir ja jede Menge mit 1900. Ja, das wäre dann schon wichtig, dass sie dann halt auch ins College gehen. Also das ist, wenn nicht, müssen wir eventuell den ÖPNV noch ein bisschen anders ausbauen. Aber da würde ich jetzt nochmal einen Moment warten, bevor wir das machen. Gut. Ja. Wir warten einfach mal, die Zahl steigt, ja. Und genau. Gut. Schon wieder ein bisschen mittlere Dichte noch. Das geht aber direkt wieder weg. Da haben wir ja Gebäude auch gebaut, aber eigentlich haben wir doch für niedrige Dichte auch zugewiesen. Wir mal bis dahin. So, dann können hier die Häuser entstehen. Sehr gut. Industrie kommt auch langsam wieder. Es hält sich aber noch in Grenzen. Das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass die jetzt alle erstmal wieder in die Schule gehen. So, hier hat es gerade Stau angezeigt. Oh ja. Was ist hier das Problem? Dann machen wir das einfach mal ganz einfach. Wir schalten uns die großen Straßen frei. Wir schalten uns die Kreisverkehre frei. Dann machen wir das mal. Wir haben ja noch gar keine Kreisverkehre gebaut. Ist das Ding hier ein bisschen daneben? Gehen auf Kreisverkehr. Mittlerer Kreisverkehr. Und ups. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt hier entwickelt. Obwohl man hier eigentlich fast schon großen Kreisverkehr ansetzen könnte. Weil es sind ja im Endeffekt drei oder zwei große Straßen, die sich hier auch anschließen. Ich denke, da ist ein großer Kreisverkehr durchaus angebracht. So, ansonsten, was haben wir noch? Was können wir sonst noch freischalten? Hier würde ich das noch freilassen. Zug auf jeden Fall machen wir dann bald. Feuerwache könnten wir freischalten. College, Universität, das machen wir jetzt alles noch nicht. Recyclingzentrum. Krematorium werden wir mal freischalten, das brauchen wir bald. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal auf den Zug, um dann mal zu gucken, haben wir hier überhaupt eine Zuglinie? Das wäre jetzt doof, wenn wir da jetzt an den Stadtrand gehen müssten.
Ja, hier unten ist einer, okay. Da würde es wahrscheinlich Sinn machen, hier so freizuschalten. Genau, dann kann die nämlich hier so reinkommen, die Zuglinie. Hält hier vielleicht so in dem Bereich an. Dann fährt er hier so rum und hält hier an. Genauso machen wir das. Dann werden wir die beiden auch nochmal freischalten. Wer denn nochmal das Tool hier nehmen? Terraforming. So, dann Zug. Erstmal aber das Anwesen. Wir haben ja hier schon mehrere. Das müssen wir auf jeden Fall noch bauen. Was ist das hier? Ein moderner Klassiker. Und das Bildhaueranwesen. Setzen wir mal hier so hin. Gut, sehr schön. Das bringt uns auch wieder bisschen voran, was das Ganze angeht. Gut, dann, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Züge. Wir brauchen ein Zugdepot. Das könnten wir eigentlich ohne Probleme hier unten hinsetzen. Hier haben wir Platz. Genau, ziehen wir jetzt hier die Straße mal hoch. So, dann werden wir mal gucken, wo wir die Bahnhöfe platzieren. Ich würde sagen, einer kommt hier hin. Ach so, hehehe. Ja, dass das keine Durchfahrtsgleise sind, das kotzt mich so ein bisschen an. Dann ziehen wir jetzt hier mal eine Straße lang. Reicht das? Nicht ganz. Eine zweite Straße. Und jetzt aber. Perfekt. So, da wir hier ja sowieso außenrum gehen, machen wir das dann auch gleich so und ziehen quasi die Straße einmal hinten rum. So. Genau, dann habt ihr auch Strom etc. Und dann ziehen wir jetzt hier erstmal die Verbindung. Wir brauchen ein Gleis in beide Richtungen. Wir wollen hier so abgehen. Wir gehen nur oben drüber. So, perfekt. Dann so, das geht hier. Ja, das ist scheiße. Nee, das ist doof. Das machen wir so nicht. Das machen wir so nicht. Dann nehmen wir hier nochmal den Pinsel und machen das hier alles mal ein bisschen. Ein bisschen ebenerdiger. So.
genau, dann geht's hier weiter. Genau, wir wollen hier so ein bisschen durch. Genau, und da unten durch die Brücke. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Dann binden wir jetzt hier nur noch die Geschichten an. Und die kommt hier ran. So, dann ziehen wir dies jetzt hier weiter. Warte mal, Scheiße, wir müssen auf die andere Seite. Nee, dann machen wir das anders, dann geht das hier doch in den Tunnel rein. Nein, das will ich nicht. So, dann geht das hier doch in den Tunnel rein. Einmal hier quer rüber. Um dann hier wieder auch rauszukommen. Dann geht es einmal hier rum. Und einmal müssen wir dann mal gucken, wo wir den Bahnhof jetzt hier hinsetzen. Güterbahnhof. Dann machen wir das hier hin. So. So, perfekt. Dann hier immer gerade rüber. So, perfekt. Das heißt, wir machen jetzt eine Route von da nach da und zurück. Dann machen wir eine Route von hier nach da und zurück. Und wir machen eine Route theoretisch. Ach so, da kommen wir ja gar nicht. Naja, dann bleiben wir erstmal bei den beiden Routen. Dann bleiben wir erstmal bei den beiden Routen. Dann haben wir hier jetzt erstmal hier schon mal vorangekündigt. Passt ja auch. So, hier kommt der Zug raus. Sehr schön. Da kommt der nächste. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Dann können die erstmal exportieren hier. Ich bin sehr gespannt, ob es angenommen wird. Aber ich hoffe, dass das dann unterm Strich so ein bisschen unser. Ach du Scheiße. Unser Geld aus dem. Unsere Industrieproduktion ankurbelt und den Gewinn der Unternehmen steigert. Also auch unsere Steuereinnahmen sprudeln lässt. Momentan sieht es ja eher danach aus, dass wir jeden Moment pleite gehen.
wir versuchen uns wacker zu halten. So, wenn nicht, müssen wir einfach nochmal neu anfangen. Wäre jetzt mal ein bisschen tragisch. Oder dann würde ich wahrscheinlich auf den Punkt hier, an den Punkt hier alleine spielen. Aber wir gucken mal. Wir geben jetzt noch nicht auf. Es kommt bald die nächste Stufe. Zur Not können wir noch ein Darlehen aufnehmen. Das ist ja alles kein Problem. Aber jetzt brauchen wir erstmal hier jede Menge Wohngebiete. So. Da sollte doch jetzt erstmal wieder was entstehen. Na, dichte Wohngebiete haben wir hier drüben genug. Was sagt die Polizei? Das ist alles noch in Ordnung. Ups, das war jetzt zu viel. Und hier ist wieder was zusammengestürzt. So, und dann können wir jetzt hier auch ein Krematorium uns hin. Ah, scheiße, können wir uns nicht mal leisten. Ja, wie viele fehlt uns denn jetzt hier noch? Nicht mehr viel. Nehmen wir ein kleines Darlehen. Ach komm, wir nehmen ein kleines Darlehen auf. Nicht viel. 200.000 akzeptieren. Können wir jetzt hier nämlich ein Krematorium hinsetzen. So. Dann sollte das auch erstmal passen. Wie sagten, unser Friedhof, sind die schon unterwegs hier alle? Ah, fast. Dann ist das sogar ganz gut, dass wir das Krematorium jetzt haben. So, dann wäre noch eine andere Möglichkeit, an Geld zu kommen. Und die werden wir jetzt auch nutzen. In unserem Bezirk hier mit den dichten so. Hier werden wir das Parken am Straßenrand anheben von den Kosten. Und dann können die nämlich hier schön ins Parkhaus. Und das wird uns auch wieder ein paar mehr Einnahmen generieren. Boah, 10.000. Ach du Scheiße. Eieiei. Genau, das ist so ein bisschen der Punkt. Und wir werden auch nochmal die Steuern ein kleines bisschen anheben. Machen wir auf 17. Für Büros auf 12. Der Hoffnung, dass wir dann zumindest nicht mehr ganz so tief rot sind. Aber ich denke mal, das sollte werden. Hier entstehen ja hoffentlich bald ein paar neue Gebäude. Unsere Stadt wächst. Und wir brauchen keine nur noch 500 EP, um so ein bisschen wieder aufzusteigen. Gut. Genau, dann machen wir jetzt hier weiter. Wenn Straße gebaut, bringt auch EP, aber das ist jetzt nicht so der Burner, was das bringt. Halt, hier bin ich verrutscht. Wir müssen einfach in die nächste Stufe kommen, dann hat sich das Problem erstmal wieder erledigt. So, sehr schön. Wir haben mittlere Dichte wird nachgefragt. Mittlere Dichte wird nachgefragt. Haben wir nicht mehr mit mittlerer Dichte? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Dann bauen wir jetzt hier mal ein bisschen was hin. Weil hier wird auf jeden Fall gebaut. Ist hier auch gebaut? Ne, hier wird nicht gebaut. So, jetzt haben wir es. Nein! 80 EP noch. Wie Geld haben wir noch? Naja, es wird. Es sollte ausreichen. So, Industrienachfrage ist ein ganz kleines bisschen da. Halt, Industrie wollten wir hier drüben noch ein bisschen bauen. Das machen wir jetzt auch. Hier hinten.
Direkt an den Bahnhof. So, passt. Kann jetzt hier erstmal ordentlich was entstehen. Da ist es und wir haben wieder Geld. Sehr schön. Problem erstmal gelöst. Dann würde ich auch erstmal den Kredit wieder zurückzahlen, das Darlehen. Einfach damit wir das Geld wieder haben und damit dann hier auch unser Defizit erstmal wieder geringer ist. Dann sollte das auch erstmal wieder ein bisschen besser passen. So, sehr schön. So, was sagt unser Telekommunikationsnetz? Ja, das passt eigentlich, damit bin ich zufrieden. Sagt die Schulabdeckung. Ah, ist auch in Ordnung. Man könnte die eventuell noch ein bisschen in die Mitte schieben. Das werden wir mal machen. Dann haben wir da nämlich auch noch mal ein bisschen bessere Abdeckung, was das angeht. So, hier kann was entstehen. Hier entsteht wieder mittlere Dichte Nachfrage. Das ist immer gut. Aber wo bauen die die? Ah, hier wird gebaut. Hier werden zwei Häuser direkt gebaut. Okay, sehr schön. Und auch direkt voll. Ja, es wird, es wird, es wird, es wird. So, wie viele haben wir? 12. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal noch was ganz Verrücktes. Und zwar das hier voll, dann, oh, dann sind 9 weg, das ist scheiße. Nee, dann machen wir es anders. Dann gehen wir hier runter, hier sind dann nämlich nur 6 weg. Und dann werden wir jetzt mal die Wasserleitung aus der Stadt rausziehen. Das hat nämlich dann den Vorteil, dass wir überschüssiges Wasser verkaufen. Und das ist ja ein bisschen was. Und das sollte auf jeden Fall genau da wieder ein bisschen was an Geld einbringen. Und genau, am liebsten würde ich auch das hier verbinden. Können wir das? 4 von 6. Ja, komm, machen wir. Dann können wir nämlich die Pumpstation hier abreißen. Und das abreißen und können jetzt hier hingehen und sagen, wir ziehen jetzt hier einfach das Kabel durch und haben direkt ausreichend und machen wieder ein bisschen mehr Gewinn, also ein bisschen weniger Verlust. Das ist doch auf jeden Fall sinnvoll. So, das reißen wir ab. Sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Dann kommen wir jetzt nämlich dem Gewinde mal näher. Und die letzten zwei, die wir jetzt hier noch kaufen können, das werden die zwei hier hinten sein. Was? 200.000 bezahlt. Ach du Scheiße, da habe ich jetzt nicht hingeguckt. Aber es sind natürlich ein guter Bereich, ne? Also das. Was sagt hier die Effizienz? 99%. Sehr schön. Was sagt unser Export? Produktion. Ja, wir könnten eigentlich noch gut was machen. Dann werden wir mal nochmal ein bisschen Industrie bauen. Und zwar spezialisierte. Wir gehen mal hier einmal mit dem Feldweg durch. Und setzen jetzt hier einmal Getreide hin. Und hier genauso.
So, perfekt, das haben wir. Dann einmal hier. Auch nochmal. Dann sollte das unser gutes Industriegebiet hier für Nahrung auf jeden Fall erstmal wieder ordentlich was abwerfen mit den zwei neuen Gebieten. Und dann können wir, wie sieht es jetzt aus? Ja, das passt so. Dann könnte man sagen, theoretisch, wir ziehen die Straße noch ein kleines Stückchen weiter. Gehen dann hier runter. Gehen hier hin. Und nehmen uns jetzt einmal nochmal Nutzvieh. Und füllen hier das Ganze aus. So, genau. Perfekt. So habe ich mir das vorgestellt, dann wird der Platz gut genutzt. Hier drüben machen wir dann noch ein bisschen. Hier werden wir noch ein bisschen Industrie machen, verarbeitende Industrie. Also hier die normale quasi, da wächst dann in der Regel eigentlich immer die, die hier in der Nähe auch ist. Also dass das verarbeitet wird. Ihr seht es hier. Textil. Okay, das ist jetzt ein. Hier zum Beispiel benötigt Getreide, Holz, also das, was hier auch gebaut wird. So, wie sieht es jetzt hier aus? Was haben wir denn hier jetzt freigeschaltet? Milchprodukt, Industrieeffizienz. Oh. So, und das Chemiewerk, aber das bauen wir dann nicht hier hin, das bauen wir hier hin. Bei Lappender Gebäude. Ach so. So, damit haben wir erstmal die Industrie wieder ein bisschen geboostet. Und wir machen fast Gewinn. Das ist doch mal zumindest schon mal ein Teilerfolg. Was sagt unsere Produktion? Getreide haben wir einen Überschuss. Hier brauchen wir deutlich weniger an Importen. Das ist doch prinzipiell eine gute Sache und sieht auch schon mal ganz nett aus. Dann können wir. Ja, hier, das wächst so langsam alles. Aber die Gebäude, die entstehen auch. Von daher ist das erstmal in Ordnung. Da bringt es uns jetzt erstmal noch nicht, jetzt hier neuere Sachen zu bauen. Nur ein bisschen von dem Gemischten könnte man bauen. Das werden wir hier mal lang ziehen. Wächst da vielleicht noch ein bisschen Gewerbegebiet. Das ist doch auch nicht schlecht. So, das wird nicht so wirklich genutzt. Die parken ja alle noch. Ist wohl noch nicht teuer genug. Dann ab ins Parkhaus mit euch. Oder auf dem Parkplatz könnt ihr wegen mir auch. Hauptsache, die sind voll, wo ihr quasi eigentlich Geld bezahlt. So, Industrienachfrage kommt langsam wieder. So, und jetzt haben wir so langsam auch den Punkt, ihr seht, wo wir nähern uns Stufe 8, wo wir dann quasi jetzt damit beginnen, auch die anderen Häuser zu bauen, nicht nur die dünn besiedelten. Das ist dann, und dann kommt auch bald dann der Punkt wahrscheinlich, wo wir ins Plus rüberrutschen und keinen Verlust mehr machen. Wir brauchen jetzt natürlich noch ein paar XP für die nächste Stufe. Aber ich denke mal, das sollten wir auf jeden Fall erreichen können. Was brauchen wir hier? Forstgebiet. Ah, okay, Gebäude 10 Stück. Ölindustrie, Bergbau, ja, das brauchen wir noch. Industrielle Produktion, Stufe 5. Okay. Pharma, Bevölkerung 10.000, Medizinische Universität. Naja, wird doch alles noch kommen. Hier würde ich dann auch noch mal ein bisschen. Muss man mal gucken, was wir hier ansiedeln. Hier könnte man theoretisch sagen, wir machen hier ein paar Bäume hin.
So. Da kann das hier nämlich erstmal mit Bäume zuwachsen. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen. Na, ihr fischt schon. Forstindustrie hin. Das brauchen wir ja auf jeden Fall noch. Gut, sehr schön. So passt das doch alles. Dann würde ich sagen, wir haben 40 Minuten rum. Ich beende an dieser Stelle die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst doch gerne einen Kommentar da, abonniert den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.